Er fungiert als Glücksengel bei der Viertelfinal-Cup-Auslosung des TFV Kerstorfer Tirol Cups und ihn verbindet mit dem Tiroler Fußballverband eine enge Freundschaft. Der Vizepräsident des litauischen Fußballverbandes, Toni Pefken, freut sich, wieder einmal in Tirol sein zu können. Ja, weil man ein sehr tolles Verhältnis hat zum Tiroler Fußballverband, natürlich über den Sepp, über den Hannes, haben wir kennengelernt bei Nationalmannschaftsspielen in Innsbruck am 10.10.2009. Und ich finde das eine tolle Landschaft hier und immer wollte man kommen. Aber ich bin auch in der UEFA tätig und dann ist das eine Problematik, den Termin zu finden. Und dieser Termin war natürlich hervorragend und dann haben wir direkt gesagt, ich habe da mit dem Horst abgestimmt. Für eine erfolgreiche Arbeit sieht Pefken vor allem die Arbeit im Nachwuchsbereich und verbindet das auch mit einer Kritik am FC Wacker Innsbruck. Nur ich war selber Fußballprofi 10 Jahre und sieht natürlich, dass die Basis in unserem Sport, in jedem Sport, sind immer die Amateure. Ich selber habe Lizenzen, Spielervermittler, Matchagent. Da sage ich mir, wie kann ich Millionen bezahlen? Oder wie Innsbruck. Innsbruck, wenn da die richtigen Leute dran sind, muss dieser Verein sportlich, war er ja auch mal. Das sieht man natürlich bei uns in der Bundesrepublik genauso. Erster FC Köln, der Fisch stinkt am Kopf. Also wenn man da, würde ich gerne machen, kostenloses Management. Man muss ein Konzept erarbeiten. Aber nicht Konzept für den neuen Trainer, was der sagt, sondern der Verein ist der Chef. In Litauen kämpft Pefken auch mit der Tatsache, dass Fußball dort nur an zweiter Stelle steht. Und ich in Litauen habe vor 13 Jahren angefangen. Dann habe ich dem Präsidenten gesagt, das Erste, was wir machen, eine Akademie. Denn in Litauen ist Fußball nur Nummer 2. Basketball, Olympiasieger, Weltmeister. Und da muss ich als Fußballer Respekt für diese Sportart haben. So, wenn ich tolle Fußballer habe, dann müssen wir eine Schule anfangen. Wenn wir eine Schule gute Lehrer haben, brauchen wir uns. Und das muss im Sport genauso sein. Und auch im Bereich der Verantwortung nimmt der erfolgreiche Funktionär die Vereine in die Pflicht. Und ich würde mir wünschen, mehr Leute, weißt du, nicht nur die Honorien, die Idioten da, sondern hier, da können wir was bewegen. Und das ist für mich das Schönste, was ist, die Kinder von der Straße zu einer Sportart hören. Gut, wir sind Fußballer, also machen wir den Fußball. Dank konkreter Projekte wird die Freundschaft zwischen dem Vizepräsidenten des litauischen Verbandes und dem Tiroler Fußballverband auch weiterhin bestehen.